Dresden ist der Standort eines faszinierenden Forschungsschwerpunktes. Das DFG-Forschungszentrum für regenerative Therapien, CRTD, Exzellenzcluster der Technischen Universität. Seine Aufgabenstellung, mit biomedizinischer Grundlagen und klinischer Forschung Therapien zur Bekämpfung bisher kaum oder nicht heilbarer Krankheiten zu entwickeln. Die Idee in diesem Forschungszentrum ist, dass wir Stammzellen und ihre Differenzierung, ihre Aktivierung und ihre Aktivitäten besser verstehen lernen, damit wir Krankheiten, die in unserer Gesellschaft eine sehr wichtige Rolle spielen, wie Parkinson, Alzheimer oder Diabetes, am Ende behandeln oder mit Glück vielleicht auch am Ende besiegen können. Professor Gerd Kempermann erforscht mit seiner Gruppe, wie sich Zellen im alternden Gehirn trainieren und regenerieren lassen und welche Prozesse auf molekularer Ebene dabei stattfinden. Warum ist Aktivität, warum ist Bewegung gut für das Gehirn? Wie können wir durch Training das Gehirn in einen Zustand versetzen, dass es zum Beispiel Demenz und anderen altersbedingten Veränderungen besser standhält? Und was können wir tun, wenn dieser Zustand bereits eingetreten ist? Das sind so die Fragen, die uns hier beschäftigen. Eines seiner Teams forscht an Gehirnzellen von Mäusen, um daraus Rückschlüsse auf Prozesse im menschlichen Gehirn zu ziehen. Die Fragestellung ist, wie geistige und motorische Aktivität erwachsener Mäuse die Neubildung von Zellen beeinflusst und welche molekularen und genetischen Prozesse dabei ablaufen. Wir wissen heute auch, das erwachsene Gehirn enthält noch Stammzellen, die lebenslang neue Nervenzellen bilden können. Aber das passiert nicht überall, aber ausgerechnet in einer Hirnregion, die für Lernen und Gedächtnis zuständig ist. Und körperliche und geistige Aktivität stimulieren die Neubildung von Nervenzellen in dieser Region. Wenn diese Prozesse besser verstanden werden, könnten zukünftig mehr Menschen als heute in Würde altern. An Aufgaben wie dieser arbeiten 14 Wissenschaftlerteams direkt am CRTD. Dazu kommen mehr als 80 Labore in Forschungsinstituten und Kliniken. Wir verstehen uns als Kern eines interdisziplinären Netzwerks hier in Dresden, das die Stärken, die Köpfe aus verschiedenen Forschungseinrichtungen zusammenbringt, mit dem Ziel, letztlich Grundlagenforschung und klinische Forschung zusammenzubringen, damit wir diese Therapien entwickeln können. Das Universitätsklinikum Dresden. In Haus 66 werden Leukämiepatienten mit Stammzellen behandelt. Diese Patientin war vor einem Jahr in einer akuten lymphatischen Leukämie lebensbedrohlich erkrankt. Kurz darauf wurden ihr Stammzellen eines Spenders transplantiert. Auch wenn sie jetzt mit einer Abstoßungsreaktion zu kämpfen hat, die Stammzellentherapie hat ihre Überlebenschancen verdoppelt auf immerhin 60%. Professor Martin Bornhäuser leitet die Stammzellentransplantation an der Dresdner Uniklinik, dem drittgrößten. In diesem Kryolabor werden Nabelschnur-Blutstammzellen von freiwilligen Spenderinnen bei minus 196 Grad Celsius gelagert. Diese Stammzellen können überlebenswichtig sein, etwa als Transplantat, wenn sich kein passender Spender findet. Wir hoffen, dass wir eben durch die Kooperation mit dem CRTD unsere bereits existierende Therapie für Leukämiepatienten optimieren könnten und die Behandlungsergebnisse dadurch auch in den nächsten Jahren besser werden. Das Dresdner Exzellenzcluster ist international aufgestellt. Professor Ezio Bonifacio ist Australier und Spezialist für Stammzellenforschung im Kampf gegen Diabetes. Die Krankheit Diabetes mellitus vom Typ 1 entsteht häufig im Kleinkindalter und beruht auf einer Reaktion des Immunsystems gegen körpereigenes Gewebe in der Bauchspeicheldrüse. Wege zu finden, diese Autoimmunreaktion zu verhindern, ist eines der Ziele der Kerngruppe um Professor Bonifacio. Die sicherlich exotischste Forschung im CRTD geschieht am Axolotl, dem mexikanischen Schwanzlurch. Wirbeltiere wie Axolotl und Fische sind Weltmeister der Selbstheilung. Ein Axolotl kann seine Gliedmaßen, Schwanz, Rückenmark, ja sogar Augen und Kiefer wiederherstellen. Professor Eli Tanaka will die Mechanismen finden, die den Schwanzlurch zu solch erstaunlicher Regeneration befähigt. Und sie will erforschen, ob man diese Selbstheilungskräfte auch beim Menschen aktivieren könnte. Unser Forschungsbereich bietet wirklich einzigartige Möglichkeiten, um die Regeneration von Geweben und Organen zu fördern, so wie bei diesen Fischen. Und für diese Arbeit sind wir hier in Dresden wirklich auch im internationalen Vergleich hervorragend aufgestellt. Das Exzellenzcluster der Technischen Universität in Dresden. Von der Zelle zu Gewebe zu Therapien.